was du bei der Auswahl eines Luftreinigers unbedingt beachten solltest. Ja Leute, toll, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute mal einen Sharp Luftreiniger an, mit der die Luft reinigen kann und ein paar besondere Extra-Funktionen hat. Und ich hatte auch schon mal einen Philips/Kobe Luftreiniger am Start. Doch ihr kennt ja das Problem. Manche Leute haben zum Beispiel eine Allergie im Frühling. Lohnt sich da ein Luftreiniger in solchen Fällen? Allergie, Feinstaubbelastung oder einfach nur Staub im Haushalt? Die Luft etwas trockener ist, könnt ihr zum Beispiel auch mit solchen Thermometer mit Luftfeuchtigkeitsanzeige mal beobachten, denn Luftbefeuchtung ist auf der einen Seite wirklich sehr, sehr cool und macht auch eine extrem coole, frische Luft, aber hat auch einen ganz entscheidenden Nachteil, auf den ich mal in diesem Video eingehen werde. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal ein paar Nahaufnahmen von dem Luftreiniger. Ich packe den jetzt mal aus, denn ich habe ja schon verschiedene getestet und dann bin ich gleich nochmal da mit einer Nahaufnahme und meinem Erfahrungsbericht. So, als allererstes mal, diese Sharp Luftreiniger, die kenne ich aus Japan, als ich da studiert habe und ich habe die immer so in Erinnerung behalten und die sind auch sehr, sehr cool. Ich schalte den hier mal kurz an und dann seht ihr schon, sehr edel, die Klappe geht auf, das fährt hier so ein bisschen hoch und wenn da eine Luftverschmutzung ist, dann erkennt er das da. Und die besseren Modelle haben auch einen Geruchssensor hier vorne, also wenn jetzt irgendwelche Gerüche sind, erkennt der beides. Einmal die Partikelbelastung und einmal würde dann hier noch eine zweite Lampe leuchten. Ihr seht, ihr könnt Luftfeuchtigkeit euch hier anzeigen lassen, könnt auch mit dem Knopfdruck auf Temperatur wechseln oder den Stromverbrauch, also alles Kennzeichen eines hochwertigen japanischen Luftreinigers. Ganz interessant, natürlich hat er dieses Plasma-Cluster und mir kommt es persönlich immer so ein bisschen vor, als ob der Staub, ja, er wird auch natürlich hier auf der Rückseite eingefangen. Das ist sehr, sehr praktisch. Aber mir kommt es auch so ein bisschen vor, als ob der Staub auch, der nicht eingefangen wird, einfach schneller zu Boden fällt. Da kann man den zum Beispiel auf dem Teppich relativ rasch wegsaugen. Das würde ich auch sagen, könnt ihr realistisch einschätzen. So ein Luftreiniger, der wird euch nicht 100% vom Staubwischen entlasten, aber ich finde, dass die Partikel, die in der Luft sind, und das wäre jetzt, glaube ich, so für Allergiker sehr, sehr angenehm, die fallen schnell zu Boden, der Rest wird halt eingesaugt und ich finde, wenn man im Frühling, sag ich mal, eine Allergie hat, dann lindert das auf jeden Fall sehr, macht dann einfach die Fenster zu oder lüftet einmal am Tag, macht dann hinterher den Luftreiniger an und dann ist das schon viel, viel besser. Und eine Sache, die ich natürlich auch ganz vergessen habe zu erwähnen, ihr könnt das Ding auch extrem praktisch herumrollen und hier oben sind auch solche Griffe dran. Falls ihr nicht wollt, dass es rumrollt, könnt ihr es unten auch verriegeln. Ist auch noch so ein Riegelungshebel, dann rollt es halt nicht, aber sehr, sehr praktisch. Entscheidend ist letzten Endes, dass hier an der Seite ihr so einen Wassertank habt und je nachdem, wie trocken die Luft ist, ihr den auch regelmäßig auffüllen solltet. Wichtig ist immer, wenn ihr an dem Luftreiniger arbeitet, dass ihr dann, ja, natürlich vorher hier den Netzstecker zieht, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr den gezogen habt, dann könnt ihr hier den Wassertank rausnehmen. Ihr klappt das einfach so auf, könnt ihr den rausnehmen, könnt oben abschrauben, mit Wasser befüllen. Und hier an der Seite ist quasi der Bodentank mit dem Befeuchtungsrad. Und ich hole das mal kurz raus und zeige euch eine Nahaufnahme. Und das sind hier die individuellen Teile. Nochmal eine Nahaufnahme. Das Wasser läuft quasi aus dem Tank, der ist ja dann andersrum, hier in diese Schale. Und das Rad dreht sich in der Schale. Das ist, glaube ich, hier so eine Art Kunststoffmaterial mit so einer Faser beschichtet, die Wasser aufnimmt. Und die Luft zieht ja dann hier durch. Das wäre quasi der Luftreiniger an sich. Kann man das auch nochmal abmachen. Ihr seht auch ganz lustig, das war so der eine erste, der hier in Deutschland rausgekommen ist. Nummer 121. Also die sind auch, muss man auch dazu sagen, ein bisschen schwer zu bekommen. Ein bisschen seltener, die japanischen Luftreiniger. Das meiste ist hier, glaube ich, bei uns alles so von Philips und so. Das ist so, was ich am meisten verkaufe. Das ist hier für Geruchsminderung. Das könnt ihr rausnehmen. Und hier habt ihr den Filter an sich. Ich habe den hier vor einer Weile gewendet. Normalerweise war der immer so drin. Und ihr seht, unten lagert sich Schmutz ab. Oben bleibt es sauber. Und hier hinter reingeschoben wäre dann quasi dieses Bewässerungsrad. Und das würde so durchziehen. Das Interessante ist auch, dass diese Bewässerungsfunktion, wenn ich jetzt mal ein bisschen rauszoome, ganz praktisch ist.
weil dieses Plasma-Cluster-Modul, was hier drin ist, hier oben ist so ein Plasma-Cluster-Modul, das arbeitet besser, wenn die Luft feucht ist. Also wenn ihr sehr trockene Luft habt, dann kann das Plasma-Cluster-Modul nicht so gut arbeiten. Und wie gesagt, Plasma-Cluster ist auch jetzt kein Ozongenerator oder sowas. Braucht ihr jetzt also technisch, schutztechnisch da keine Angst zu haben. Das ist wirklich in Japan seit Jahren sehr, sehr weit verbreitet. Und dieses Plasma-Cluster, das gibt es nicht nur in Luftreinigern, das gibt es auch in Klimaanlagen oder in Kühlschränken, weil das einfach auch, ja, wenn jetzt irgendwo Pilze, Bakterien, irgendwas ist, das auch noch mit abtötet. Hier hinter ist der Sensor für die Luftpartikel, also für die Feinstaubpartikel, wenn da irgendein Schmutz ist. Das ist so ein Schutz davor. Könnt ihr auch ab und zu mal ein bisschen sauber machen, dann macht ihr es wieder rein. Ich baue jetzt mal alles nochmal zusammen und gebe euch mein Fazit und sage euch noch, was der Nachteil ist bei so einem Luftreiniger. Denn die Befeuchtungsfunktion hat auch Arbeitsaufwand. Und was ist jetzt mein Fazit zu diesem Sharp Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion? Was kann ich dazu sagen und was hat es hier mit dieser Flasche Zitronensäure auf sich? Also ganz klar, das ist der beste Luftreiniger, den ich je gehabt habe. Gar keine Frage, noch viel besser als dieser Kowei-Philips, den ich euch schon mal vorgestellt hatte. Und der war eigentlich schon mehr oder weniger top of the line. Aber einen großen Nachteil hat das Ganze auch. Und zwar ist es, wenn ihr Leitungswasser entnehmt, vielleicht kennt ihr das, Leitungswasser ist ja nicht automatisch komplett 100% keimfrei. Und sag ich mal, ihr benutzt das Gerät, sag ich mal, im Sommer, wenn es warm ist. Oder ihr habt wirklich sehr trockene Luft und ihr benutzt es sehr viel. Oder ihr fahrt in Urlaub und lasst es eine Weile stehen. Dann ist mir aufgefallen, weil das Leitungswasser halt in der Regel nicht, es sei denn, ihr wohnt an der heiligen Bergquelle, die über jeden Zweifel haben ist, dann müsst ihr wirklich regelmäßig Stecker raus und nach dieser Schale und nach diesem blauen Rad, was ich euch hier gezeigt habe, gucken. Und dann lieber früher als später nehmt ihr euch eine Schale, macht das Rad da rein und dann Zitronensäure ordentlich drauf und lasst das, sag ich mal, für einen halben Tag einweichen, damit das wirklich alles keimfrei ist. Und auch die Schale könnt ihr dann, sag ich mal, mit Spüli einweichen lassen und auswischen. Also das ist wirklich der Nachteil, der Reinigungsaufwand. Wenn ihr das nicht mögt, also wenn ihr sagt, nein, Reinigungsaufwand ist nichts für mich, ich möchte da nicht regelmäßig danach gucken, dann seid ihr mit einem normalen Luftreiniger einfach besser bedient, weil einen normalen Luftreiniger, da braucht ihr wirklich nur nach dem Vorfilter schauen. Kann ich euch ja hier nochmal einblenden, so sieht zum Beispiel der Vorfilter beim Kowei aus. Da macht ihr vorne einfach nur die Klappe ab und dann seht ihr, ist da Schmutz auf dem Vorfilter, dann macht ihr den Vorfilter sauber, macht den Vorfilter wieder rauf, fertig. Also da braucht ihr maximal einmal im Monat danach gucken. Bei dem Sharp, da würde ich auf jeden Fall öfter als einmal im Monat nachgucken. Also da würde ich eigentlich schon sagen, mindestens alle zwei Wochen da mal nachgucken. Also mindestens 24 Mal im Jahr nachgucken und auch reinigen. Und weil du dir gerade mein Video angeschaut hast, kann dich auch ein Vergleich zu anderen Produkten interessieren, wie hier zum Beispiel diesen Kowei Luftreiniger, den ich auch schon seit vielen Jahren verwende und der ist natürlich ziemlich cool gemacht. Und wie gesagt, könnt ihr auf meinem Kanal in der entsprechenden Playliste auch noch weitere Luftreiniger bzw. so ähnliche Geräte, die was mit diesen technischen Sachen zu tun haben, finden. Viele Leute haben bereits abonniert, das kannst du jetzt auch machen aufgrund der nützlichen Videos, die ich hier bereitstelle. Bis dann, ciao!